alles schnell, fair. Almendinger, Ihr Spezialist für CNC-Maschinen. Liebe Zuschauer, liebe Frischauf-Fans, ich bin schon am Schmunzeln, denn ich freue mich ganz besonders. Wir haben die nächste Frisch auf den Punkt, das Almendinger Handballmagazin Sonderausgabe, nenne ich sie jetzt mal. Und Sie sehen es ja schon im Bild eingeblendet. Ich habe den Gast wieder virtuell bei mir zugeschaltet, Tim Sörensen, unser Gast in diesem Monat. Tim, zunächst natürlich mal die Frage an dich: Wie geht's denn? Wo bist du gerade und wie geht's dir? Wie läuft's bei dir gerade so? Das geht mir gut, ich bin gesund und alles und ich bin in Göppingen noch, so nicht in Dänemark jetzt. Noch nicht in Dänemark, ganz genau. Ihr habt euch nämlich lange Zeit fit gehalten, aus aktuellem Anlass, bevor wir drauf kommen, wer dich nominiert hat, sprechen wir über die aktuelle Situation. Die Bundesliga, die HBL, die ist beendet. Die hat am Anfang ausgesetzt, man hat nicht gewusst, wie geht's weiter, ihr habt euch fit gehalten. Ist es vielleicht sogar jetzt eine Erleichterung, wenn man weiß, das Ding ist durch? Ihr wart immer so im Standby-Modus. Ja, ja, natürlich. Das war ein bisschen, wie sagst du, kunstig oder so lustig. Wir wussten nicht, was passieren würde. Und ja, wir haben ein bisschen Einzeltraining gemacht, jeder für sein selber, ein bisschen Laufen und ein bisschen Krafttraining gemacht mit Körpergewicht und ich habe ein paar Kurzhandel mitgenommen von der Halle und so ist es auch mit den anderen. So, wir haben jeder selber trainieren. So, und das ist natürlich nicht die beste Motivation oder wie sagst du, aber jeder versucht sie sein selber fit zu halten. So, so ist die, oder so war die Situation. Bis jetzt und ja, das ist nicht die beste Zeit in meiner Handballzeit auf jeden Fall. Genau, für euch alle eine schwere Zeit. Wir haben es unter anderem gesehen, Jakob hat ein schönes Video gepostet auf der Facebook-Seite, wo er trainiert, so ein bisschen Trainingstipps gibt. Wir haben auch schon mit Daniel Rebmann uns in der Zwischenzeit mal unterhalten, der zu Hause immerhin seine Freundin hat, noch Freundin, bald Frau, die auch Torhüterin ist, die ihn da ein bisschen trainieren kann. Es ist schon schwer. Man muss sich selbst motivieren. Man muss selbst kreativ sein. Und wie du gesagt hast, wenn es denn tatsächlich in der Halle losgegangen wäre, ihr hättet den Vorlauf gebraucht. Man kann nicht handballspezifisch trainieren. Nein, natürlich nicht. Aber du kannst natürlich laufen wie im Handball auch. Aber das ist natürlich nicht dasselbe, wie das normale Handballtraining ist. Alle haben seine Handball mitgenommen zu Hause, so wir können ein bisschen Würfen machen, so die Schulter nicht kaputt gehen in die nächste Saison und so, aber natürlich, das ist nicht eine gute Situation. Du weißt übrigens, wer oder wem du es zu verdanken hast, dass du jetzt in dieser April-Ausgabe hier zu Gast bist? Hast du mitbekommen, oder? Ja, Zillermann, er hat mir geschrieben, dass er hat mitgewählt. So. Ganz genau. Ja, er hat uns auch den Grund genannt, denn er hat uns verraten, dass ihr zwei von der Körpergröße her, dann auch so ein bisschen frisurtechnisch, haarfarbenmäßig ab und zu mal verwechselt worden seid, richtig? Ja, das glaube ich, ja. Genau, er hat gesagt, er ist so ein bisschen dein dänischer Bruder, kann man das so sagen? Du bist sein dänischer Bruder, so meine ich natürlich. Ja, natürlich. Er schreibt mir manchmal über dänische Wörter und so und auch wenn wir im Bus waren und so und am Training hatte er wollte ein bisschen Dänisch lernen auch. So, ich habe ihm ein bisschen Dänisch gelernt. Ja, wie ist er so aussprachetechnisch? Hat er es gut hinbekommen? War es okay, wie er gesprochen hat? Ja, klar. Er kann fast ja nicht so viel Dänisch als ich Deutsch kann, aber das kommt langsam. Genau, bringst ihm langsam bei. So, nochmal zurück zur Bundesliga. Wie gesagt, es ist ausgesetzt worden, dann jetzt der Abbruch. Ihr seid auf Platz 11 geblieben. Es gibt eine Koeffizientenregel. Die Tabelle wurde da angepasst. Was sagst du dazu? Ich durfte in dieser Woche mich auch schon mal mit Manuel Späth vom TVW Stuttgart unterhalten. Er hat gemeint, in so einer Situation, da gibt es keine absolut faire Regel. Da muss man einfach sich irgendwie entscheiden. Und er denkt, eigentlich geht es jetzt in so einer Ausnahmesituation in Ordnung, dass jetzt Kiel natürlich knapp vorne bleibt vor Flens. Ja, natürlich, das ist schwierig, weil also, du kannst nicht die Saison enden und
du musst etwas machen und ich finde, das ist, es ist okay, dass sie haben so gemacht. Natürlich wollen wir lieber also die letzten Spiele spielen, aber das können wir nicht. So ich finde, das ist okay, dass sie haben das so gemacht. Genau, ja. Allgemeines Verständnis. Ausnahmesituation da draußen. Ich glaube, du bist auch wahrscheinlich ständig im Austausch mit der Heimat. Wie ist die Lage in Dänemark? Wie oft kontaktest du? In Dänemark ist es ein bisschen wie hier, aber ich glaube, dass sie sind ein bisschen vorne als hier. Also das geht ein bisschen besser in Dänemark. Sie haben die Kindergarten und die Schule für die kleineren Kinder haben sie wieder geöffnet und ja, so dass sie sind ein bisschen vor hier auf jeden Fall, aber das ist natürlich auch nicht gut in Dänemark, aber Dänemark ist auch ein kleines Land, so ich glaube, das ist ein bisschen einfacher in Dänemark als hier. Also es sind so viele Leute hier, so das ist schwierig, etwas hier, also das geht nicht so schnell hier als in Dänemark. Und ja, ich bin also fast jeden Tag im Kontakt mit meinen Freunden oder Familie in Dänemark. Und ja, nicht so viel Arbeit, aber wenn sie, die muss arbeiten, arbeitet natürlich, aber alle arbeiten, also viele arbeiten von zu Hause auch. Ist es vielleicht auch vergleichbar, weil doch beide Länder, ja, erstens mal klar, geografisch die Nähe und dann aber auch, glaube ich, von der Mentalität her. Ist man sich ähnlich? Es sind beides fleißige Nationen, die sich auch an Regeln halten können, glaube ich. Also da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit da, oder? Ja, das finde ich. Der Staatsminister in Dänemark, also die dänische Bundeskanzler, hat auch viel im Fernsehen geworden, wo sie haben gesagt, dass wir müssen zusammenhalten, natürlich, also wie hier fast. Und ich glaube, dass die meisten versuchen, das zu machen. Also was sie sagt, das muss machen. Genau, so gilt es hier auch, an die Regeln halten. Wir halten uns auch beide an die Regeln, machen jetzt kurz eine Werbepause, damit unsere Werbepartner, die uns auch in der schweren Zeit natürlich unterstützen, kurz zum Zuge kommen. Und dann melden wir uns zurück. Dann wollen wir nämlich mit dir ja über deine Zukunft natürlich auch sprechen, denn es ist ja bekannt, dein Vertrag in Göppingen läuft aus. Also wie gesagt, da will ich gleich nochmal nachhaken und wie du die Zeit in Göppingen erlebt hast. Kurz ein Break. Wir von Almendinger bieten herstellerunabhängigen Vor-Ort-Service für CNC-Maschinen. Mit mehr als 20 hochqualifizierten Servicetechnikern sind wir in der gesamten Region für Sie unterwegs. Kompetente Vorab-Analysen und hohe Ersatzteilverfügbarkeiten garantieren einen schnellen Service für unsere Kunden. Durch Fehleranalyse vor Ort mit modernsten Prüf- und Messmitteln gewährleisten wir einen effizienten Service für Ihre CNC-Maschinen. Kompetent und schnell vor Ort. Almendinger Elektromechanik in Bad Überkingen. Ein sehr interessantes Thema bei der AOK finde ich das Profit-Prämie-Programm. Hier hat man die Möglichkeit, über verschiedene Vorsorgeuntersuchungen sich Punkte zu sammeln und man bekommt dann von der AOK dementsprechend was zurück. Und das finde ich ein sehr, sehr gutes Programm, weil man dann sich vielleicht auch das eine oder andere nochmal leisten kann oder auch den Liebsten nochmal ein kleines Geschenk machen kann. Im Naturpark im Schwäbisch-Fränkischen Wald entspringt die Aquarömerquelle, die bereits vor tausenden von Jahren von den Römern entdeckt wurde. Das erfrischende Premium-Mineralwasser ist eines der kalziumreichsten Mineralwässer in Deutschland und versorgt die Menschen mit vielen wertvollen Mineralien. Mit dem großen Calcium-Depot bietet Erfrischung für jeden Geschmack. Ja, liebe Zuschauer, kurze Werbepause und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich freue mich, dass ich mich zugeschaltet unterhalten darf mit Tim Sörensen.
auch nochmal rückblickend über seine Zeit in Göppingen. Ja, 2 Jahre jetzt da gewesen, 2018 gekommen. Und dann muss man sagen, leider, Tim, kein Start nach Maß. Wir haben uns gleich kennengelernt und ich durfte dann leider mit dir auch unter anderem in der Reha drehen. Da gab es Probleme mit deinem Fuß. Den Start, den hättest du dir anders gewünscht. Ja, natürlich. Das war nicht die beste Start hier. Ich hatte direkt eine Verletzung bekommen in meine Achilles. So, das war natürlich nicht, was ich gehofft hatte. Aber das ist auch, das ist Sport. So, wir wissen, dass das kann passieren auch. Natürlich wollte ich lieber also spielen meine ganze Zeit hier, aber das könnte ich nicht. So, und ich finde, dass der Verein war sehr gut zu mir. Sie haben gesagt, wir warte, bis du also gesund ist wieder. So ja, natürlich, das war schade, aber ich bin nur, also ich bin auch sehr dankbar für die Vereine, dass sie haben gesagt, dass du musst also total fit sein, bevor du wieder Handball spielen kannst. Genau, das erste halbe Jahr musstest du dich gedulden. Du warst kurzfristig sogar so weit, hat man gedacht, das geht schon. Dann gab es nochmal einen Rückschlag, also so einen richtigen Dämpfer nochmal. Dann, wie gesagt, nach einem halben Jahr die ersten Einsätze in der HBL. Das war ein großes Ziel von dir, in der Deutschen Handball-Bundesliga zu spielen. Wie waren die Erlebnisse? Was nimmst du mit aus dieser Zeit? Natürlich, zuerst, das war mein Traum, in Deutschland zu spielen und in die Bundesliga zu spielen. Ich finde, das ist die stärkste Liga der Welt. Ja, natürlich, das war eine gute Zeit hier und ich habe mir gefreut, dass ich habe das probiert auf jeden Fall. Und was nehme ich mit? Ich nehme mit dieser Einstellung, der ist hier in Deutschland für Handball trainieren und diese Winnermentalität, der ist hier. Das ist ein bisschen anders als in Dänemark, wo du spielst, dieser Playoff, so die Saison ist nicht egal, aber das ist nicht so wichtig. Hier ist jedes Spiel wichtig. Also du musst jedes Spiel gewinnen oder Punkt haben. So das nehme ich auf jeden Fall mit. Genau. Und die Erlebnisse natürlich auch in den Hallen, in der EBS-Arena ganz besonders, wenn man da einläuft, wenn dann das Feuer quasi entfacht wird. Gänsehaut pur. Oder wie beschreibst du es? Ja, das ist natürlich geil, wenn du kommst in eine Halle, da ist 5000 Zuschauer oder wie viel da ist. Das ist natürlich ein Erlebnis, das du nicht vergessen. Das ist natürlich und ja, das war sehr, sehr gut. Tim, der Start mit der Verletzung, ganz klar. In dieser Saison sind es dann aber jetzt letztendlich 32 Tore geworden. Ich muss gerade nochmal draufschauen, genau in 26 Spielen. Als du dann fit warst, da ist es bei dir gelaufen, zusammen mit Luigi auf der Außenbahn, mit Marco Rentschler. Hat dann gut gepasst. Also wenn du oder als du fit warst, da ging was. Ja, natürlich. Ich finde das gut, wenn wir sind zwei gute Spieler auf einer Position. So, da ist dieser Konkurrenzelement in unserem Spiel und das finde ich geht gut, wenn ein gutes Spiel haben, dann kann er dieses Spiel spielen und wenn eine nicht seinen Tag haben, dann können wir wechseln. So, ich finde das echt gut. Wie war es denn dann da außen zu spielen? Ja, so dicht dran in der EBS-Arena mit den Zuschauern, schon auch ein spezielles Erlebnis, oder? Ja, natürlich. Das ist ein Ding, das du nicht wissen willst, weil das sind 5000 Leute oder Zuschauer in Göppingen und das ist natürlich geil, wenn du läufst da ein in dieser Feier und so. Das ist dann sehr, sehr gut. Ja. Schade, dass du den Verein jetzt verlassen wirst. Sehr, sehr sympathischer Kerl. Hat immer wieder Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Gibt es schon eine Wasserstandsmeldung, wo es hingeht? Oder ist es derzeit einfach auch schwierig, mit den Vereinen zu verhandeln, gerade jetzt in der Corona-Zeit? Ja, das ist schwierig in dieser Zeit natürlich. Die Vereine wissen nicht, wie viele Geld sie haben und wie es sieht aus in seiner Länder und so. So bis jetzt habe ich noch keinen Vertrag für nächste Saison. Genau. Lass uns zu den Rubriken kommen. Ich habe es vorher schon mal angekündigt. Natürlich müssen wir grün oder weiß spielen. Kulinarisch, klimatisch, fangen wir kulinarisch an. Letztes Mal hast du mir verraten, so ein Fleisch, das darf es ab und zu auch mal sein. Und ich glaube, das ist auch weiterhin bei dir so geblieben. Einige deiner Mannschaftskameraden, die sind ja da ganz vegan, vegetarisch unterwegs. Bei dir ist das nicht so? Nein, ich esse auch Fleisch. Und es schmeckt auch lecker ab und zu, stimmt's?
Ja, natürlich. Ich liebe Fleisch. Sehr gut. Ich bin auf jeden Fall kein Veganer. Genau, aber bei dir, die Jungs im Team, ein paar schwören da drauf. Also ist schon so, ein paar testen das gerade aus und sind da auch recht zufrieden mit den Erfolgen. Ja, das glaube ich. Ja, ich weiß nicht, also warum sie machen das, aber sie finden, dass es funktioniert für sie. So dann finde ich, dass es okay ist. Wenn das für sie funktioniert, dann können sie das machen, natürlich. Genau, wenn sie dafür oder damit dann mehr Tore schießen für dein Team, sehr gut, genau. So, dann klimatisch. Du hast uns verraten schon mal, letzten Sommer, da war es so heiß, da war es dir einen kleinen Tick zu heiß. Bist du trotzdem eher der Sommertyp oder doch so eher ein Wintertyp? Nein, ich bin ein Sommertyp. Genau, also das heißt, wenn es ein bisschen kühler ist, so dieser skandinavische Sommer ist dein Ding, oder wie? Ja, das ist auch, das ist schön, aber ich gehe das auch schön, ein, zwei Wochen auf Urlaub in den Süden zu fahren. Genau, da geht man dann auf alle Fälle auch mal runter dann in Richtung Süden, oder? Das muss man dann auch mal ab und zu mal genießen. Ja, natürlich. Sehr schön. So, dann machen wir weiter mit unserem Camp-Patrick. Ich gebe dir einen Satz vor. Und du vervollständigst dann, die Zeit im Schwabenland, beziehungsweise in Göppingen, die war für mich. Wie ordnest du die Zeit in Göppingen ein? Das war eine gute Zeit hier. Ich habe viele neue Freunde bekommen und in den Verein und meine Mannschaftskollegen natürlich auch und den Verein. Das war eine sehr gute Zeit hier. Jawohl, nimm viel Positives mit. Hat auch immer Spaß gemacht mit dir. Und dann jetzt noch die HBL, die Handball-Bundesliga, also die Liquimoli-Handball-Bundesliga, die unterscheidet sich gegenüber dem Handball in Dänemark, wo du herkommst, oder auch in Schweden, wo du ja gespielt hast in der höchsten Liga. Wie unterscheidet sich der? Ist es ein anderer Handball? Ist das drumherum anders? Ja, das ist natürlich ein bisschen anders. Hier in Deutschland ist es mehr physisch. Und so und hier in Deutschland sind jedes Spiel wichtig für die Mannschaften, weil da ist, also in Dänemark und Schweden ist das dieser Playoff-Format, wo jedes Spiel in den Tabelle nicht so wichtig ist. Natürlich ist das wichtig, aber jedes Spiel, also hier in Deutschland musst du jedes Spiel gewinnen oder so einen Punkt versuchen zu bekommen. Also ein anderer Druck quasi auch für euch Spieler, oder? Ja, das finde ich auf jeden Fall. Jawohl, stärkt einen dann natürlich auch. Auch das kannst du mitnehmen. Sehr schön. So, machen wir kurz einen Break. Dann gibt es die AOK-Fanfragen. Jetzt sind Ihre Fragen, eure Fragen dran. Wie gesagt, kurz unser Trainer. Hören wir auf mit der Sendung und gehen rein in die AOK-Fanfragen. Alles schnell, fair, Almendinger, Ihr Spezialist für CNC-Maschinen. Jawohl, und da sind wir auch schon wieder zurück. AOK-Fanfragen muss ich ablesen. Es geht los mit dem Peter aus Weschenbeuren. Wen aus dem Frischauf-Team wirst du denn ganz besonders vermissen? Ich muss Till Hermann sagen. Ich habe viel mit ihm gesprochen, auch er ist sehr interessiert in Dänemark und ich habe ihm ein bisschen Dänisch gelernt, so ja, ich will Till Hermann sagen. Genau, dein dänischer Bruder, der wird dir fehlen. Ja, genau. Dein Doppelgänger fast schon. Dann haben wir die Eva aus Uhingen. Welches sind die Erfahrungen, haben wir gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber kannst du vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, welche sind die wichtigsten Erfahrungen, die du aus deiner gesamten Zeit in Göppingen mitnimmst? Vielleicht nicht nur in Sachen Handball, sondern was kannst du, hast du in dieser Zeit in Göppingen gelernt für dich? Handballmäßig muss ich sagen, dieser Gewinnermentalität, dass jeder Spiel wichtig ist, dass du musst jedes Spiel kämpfen mit alles, was du hast, so du diese zwei Punkte bekommen kannst. Außerdem Handball weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Genau, schauen wir mal, wo es dich dann hin verschlägt. Vielleicht merkst du ja später, was dir dann ein bisschen fehlt, vielleicht auch kulinarisch was. Hast du ein bisschen schwäbische Küche auch mal gekostet? Maultasche? Ich habe das probieren, aber ich bin nicht die größte Fan auf Maultaschen und Spätzle. Okay, dann lassen wir das. Okay, dann kommen wir zur nächsten und zur letzten Fanfrage für dich.
Der Klaus lässt noch fragen, welche Halle außer der EWS Arena hat dich in der Liquimolli Handball Bundesliga ganz besonders beeindruckt? Wo war es ja beeindruckend zu spielen? Das war, wann wir in Kiel gespielt hatten. Das ist eine große Arena da und viele Zuschauer und da ist ein großer Druck von diesen Zuschauern. So, ja, das war in Kiel. Genau, und nahe deiner Heimat auch noch. Gar nicht so weit, dann nach Dänemark, ja, stimmt's? Sehr gut. Dann sind wir eigentlich durch. Tim, ich will noch ganz kurz ein bisschen Werbung machen für Frisch auf. Denn auf der Facebook-Seite und auch auf der Homepage gibt es natürlich jede Menge Infos neben unserem Talk, unser Frisch auf den Punkt Almendinger Handballmagazin. In die Historie wird geschaut, da werden Frisch auf Klassiker übertragen. Tolle Spiele, die Infos gibt es, wie gesagt, auf sämtlichen Kanälen vorab schon mal. Und Sie können natürlich auch noch virtuelle Tickets für Spiele in der Arena plus Arena-Menü kaufen. Also alle Infos, was Frisch auf da gerade im Online-Angebot hat, einfach mal nachschauen auf der Homepage beziehungsweise auf Facebook. Da gibt es vieles, vieles zu entdecken. Gehen Sie einfach mal, wie gesagt, aufs Online-Angebot von Frisch auf Göppingen. Wann wir das nächste Mal dort zu sehen sind mit Frisch auf den Punkt, das Almendinger Handballmagazin, das weiß ich nicht. Falls wir dann kommen, wenn wir kommen, dann mit einem Gast, den uns jetzt du als letzte Amtstat, als letzter Amtsakt noch jetzt verraten darfst. Was denkst du denn? Wen sollten wir denn beim nächsten Magazin jetzt einladen? Ich nehme meine Kollegen aus Rexhausen, Marco Renzler. Ah, Luigi. Spitzname Luigi? Ja, genau. Sehr schön. Dein Spitzname Gini. Verrat uns noch ganz kurz, woher der kommt. Wann ich hier gekommen hatte, dann war zum Knäule, war natürlich auch hier und er war Zimi und ich weiß nicht, einer hat Gini gesagt oder so und dann davon war bei Gini. So schnell geht's dann. So schnell hat man beim Handball immer seinen Spitznamen weg, stimmt's? Ja, stimmt. Und mit Gini kann man leben, oder? Ging gut. Ja, kein Problem. Nein. Sehr schön. Also, jetzt nochmal. Herr Sörensen. Vielen, vielen Dank für zwei tolle Jahre. Sehr, sehr sympathischer Kerl. Wie gesagt, leider haben wir uns am Anfang ja fast öfter in der Reha gesehen dann als auf dem Feld. Als du dann da warst, da hast du auch performt. Wir drücken dir die Daumen in dieser schweren Zeit, dass du gut unterkommst, dass du ja einen Verein findest. Wird aber schwer jetzt gerade, hast du uns ja vorher auch schon mal verraten. Die Vereine lassen sich da ein bisschen Zeit. Bleib geduldig, du findest einen Club. Versprochen, oder? Ja, hoffentlich. Aber es muss nicht unbedingt in der HBL, wie gesagt, ein Gegnerverein von Frisch auf Göppingen sein. Und ansonsten hältst du dich gefälligst ein bisschen zurück in der EWS Arena. So, Tim, alles, alles Gute. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf. Jetzt erstmal kommst du gesund durch die Corona-Zeit und ich glaube, wir grüßen nochmal Richtung Frisch auf Fans. Oder vielleicht noch ein letzter Satz an die Frisch auf Fans. Hat, glaube ich, Spaß gemacht, oder? Ja, natürlich. Das war, ich hatte eine sehr gute Zeit hier und ich will auch Danke sagen für die Zeit hier. Dann sage ich auch nochmal vielen, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Frisch auf den Punkt, das Almendinger Handballmagazin, wieder dann mit Luigi, mit Marco Rentschler. Mach's gut, Tim. Tschüss, bye bye und tschüss. Tschüss. Und bye bye.